Halleluja. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, predige das Wort. Das Einzige, was dem Menschen hilft, ist das Wort, nicht schöne Geschichten, nicht irgendwelche Fabeln, nicht irgendwelche Stories, nicht irgendwelche Erdichtungen. Das Wort ist das Einzige. Wenn ich heute diesen Trend sehe, das Wort wird immer mehr beschnitten und wir machen immer mehr Unterhaltung und immer mehr alle möglichen Dinge im Gottesdienst, aber predige ganz kurz, weil die Leute können das heute nicht mehr so hören und die können auch dem nicht folgen. Wieso können sie einem Spielfilm von 100 Minuten folgen? Also es kann nicht an der grundsätzlichen mangelnden Konzentrationsfähigkeit liegen. Es muss an etwas anderem liegen. An mangelndem Hunger nach dem Wort. An mangelndem Verlangen nach der Wahrheit. Wenn wir uns angewöhnen würden oder wenn wir in unserem Hauskreis, in unserer Gemeinde Leute trainieren würden, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, wenn wir das Wort hören, lasst uns beten, Herr, sende dein Wort, mach es scharf, mach es klar, scheine in dein Licht, lass dein Licht scheinen in die Dunkelheit. Lass jede Lüge offenbar werden, jede verborgene Sünde soll offenbar werden. Herr, rede du, wirke du, erweise dich, hilf, dass wir wirklich mit dir konfrontiert werden. Wenn wir so beten würden, uns vorbereiten vor dem Gottesdienst, vor der Verkündigung, der Heilige Geist könnte so viel mehr tun. Aber viele kommen und sie wollen einfach unterhalten werden. Sie wollen einfach irgendwie einen schönen Morgen haben nach einer anstrengenden Woche und sie denken, sie verdienen das ja auch. Sie haben ja hart gearbeitet und jetzt kommt Pastor, möbel mich wieder auf. Lobpreisteam, bring mich in Stimmung. Ich bin so ausgepowert, ich bin so am Ende, aber jetzt bringt mich mal wieder in Stimmung. Hey, das sind keine Animateure. Wir sind hier nicht im Ferienclub Robinson Crusoe. Ja. Wo wir unseren verdienten zweiten Jahresurlaub haben und von dem Stress des Alltags ein bisschen entfliehen. Wir sind hier, um ausgerüstet zu werden für den Alltag. Und viele Gemeinden haben nicht diese Perspektive. Sie wollen einfach nur ein bisschen entspannen, ein bisschen chillen. Ihr Lieben, die Sicht der Apostel war etwas anderes. So, wenn Paulus sagt, predige das Wort, er meinte, das Evangelium, was auch mehrere Male genannt wird, das Wort der Wahrheit. Das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Das Evangelium ist viel, viel mehr als Johannes 3,16. Das Evangelium ist der ganze Ratschluss Gottes, wie Gott uns sieht, wie Gott uns sieht vor der Bekehrung, wie Gott uns sieht jetzt als neue Schöpfung, was das Kreuz bedeutet, was er für uns getan hat, wie der Lebensstil aussieht, der Gott wohlgefällig ist. Das ist das Evangelium. Und wenn ich mit Pastoren darüber spreche, ich sehe ihre Ängste in den Gesichtern. Sie wagen das nicht zu sagen, aber ich sehe die Angst in den Gesichtern. Und die Angst sagt, wenn ich das verkündige, laufen die Leute weg. Und ich möchte so gerne sagen, dann lass sie laufen. Und finde lieber eine Handvoll, mit denen du wirklich Jüngerschaft machen kannst und denen du beibringen kannst, zur Ehre Gottes zu leben. Und dann mit diesen fünf wirst du eine neue Gemeinde bauen. Und die wird aus Jüngern bestehen. Aber da geht es um Geld, da geht es um Sicherheit, da geht es um Position. Und was denken die anderen Pastorenkollegen, wenn meine Gemeinde von 30 auf einmal auf 5 schrumpft? Diese Dinge spielen eine Rolle. Das heißt also, in Wahrheit, man dient gar nicht Gott, man dient sich selber. In Wahrheit, es geht gar nicht um die Ehre Gottes, sondern es geht um die Ehre bei den anderen Pastoren. Hallo. Wenn das Licht Gottes scheint, dann geht es an diese verborgenen Dinge des Herzens, Ehrsucht.